Kapitel 4. Das Auge des Krieges. Und nun endlich war der Moment gekommen. Der Moment, in welchem sich auch Asche wiederfand. In einer grasigen Weite, umgeben von seinen Teampartnern. Der Himmel war blau. Die Sonne schien, als wäre nichts falsch in der Welt, auf die sie schien. Was wohl an der Wahrheit der Aussage lag. Es war der eine Weltenbaum, dessen Natur nicht zerfiel, sondern erst nun wahrlich erblühte. Ein Ort scheinbaren Friedens, doch in Wahrheit Auge des Todes. Hier sind wir. Lang ist es her, seitdem ich diese Weiten bestaunt habe. Viele, viele Jahre. Auch wenn es bei mir noch nicht so lange her ist, ist es trotzdem eigenartig, wie wenig sich scheinbar verändert hat. Es ist so ähnlich, dass ich selbst an diesem Grasland erkennen kann, wo wir sind. Ach, direkt bessere Information als von Inferno. Dann sprich, denn ich weiß es nicht, aber es wäre wohl wichtig. Das hier ist eine Hügelgegend, vielleicht 2 Stunden Fußweg von Silberdorf, eventuell weniger. Gut, in diesem Fall verkünde ich ohne Diskussion den ersten Schritt. Wir suchen uns einen sicheren Ort. So nahe am Zentrum des Feindes, mitten im Offenen zu stehen, ist bestimmt nicht der Weg zum Sieg. Vielleicht ist aber auch nur ein ehemaliges Zentrum. Dakra war der Erste, der aussprach, was auch Asche schon befürchtet hatte. Er wünschte sich zwar eine Sicherheit auf der Suche, doch diese war fast ausgeschlossen. Denn das Ziel war schließlich Omegons Herz. Eine Reise nach Silberdorf würde dementsprechend entweder in die Leere führen oder an einen Ort, an dem der Feind lagerte, jedoch nicht das Ziel. Wir sollten trotzdem einen sicheren Ort suchen. Darkrai war es, der die Gruppe in einen naheliegenden Kleinwald führte, damit dort etwas ruhiger weiteres Vorgehen besprochen werden konnte. Ein Vorgehen geprägt von Fragen, denen Antwort fehlte. Also, dann jetzt noch einmal. Ihr wisst, wo wir hier sind, nicht wahr, Darkrai Funkenherz? Was allerdings fehlt, ist das Wissen über unser Ziel. Auch wenn ihr selber den Standort nicht kennt, eure Ideen sind für uns am wertvollsten. Der Rest von uns kennt nicht einmal Standorte, die wir verdächtigen könnten. Es war gewisser Druck, den das Vulnona so auf 2 seiner Anhänger legte. Aber es war Druck, den er ausüben musste. Funkenherz, fang du an. Du hast eine Weile hier gelebt. Also, ja, ich habe hier in der Nähe schon gelebt, so ist es nicht, aber das ist inzwischen fast 20 Jahre her. Ich war damals noch ein kleines Kind. An vieles erinnere ich mich auch nicht mehr genau. Ich meine, ich kenne Orte, aber ob sie sich als Versteck eignen... Ich denke einfach mal, dass wir die Städte ausschließen können. Warum sollte Omegon das Zentrum seines Weltenbaumes mitten in die Zivilisation packen? Ansonsten kenne ich selber nicht viel. Den Spiegelsee gibt es, aber der liegt direkt bei Silberdorf und beinhaltet schon ein anderes Monument. Einen inzwischen geschlossenen Pfad in die geheilte Welt. Dann gibt es noch... die Wasserfallhöhle vielleicht? Die hat aber auch schon ein Zahnrad der Zeit gehabt. Und die heißen Quellen bei Schatzstadt werden wohl kaum das Ziel sein. Ich habe wirklich keine Ahnung. Tja, eine Stresssituation eben. Zumindest ein paar Orte zum Ausschließen waren dabei. Und um vom Frust abzulenken, hatte das Luxio ja Sol, der direkt zur Seite stand, während Darkrai begann zu sprechen. Nun, hoffen will ich erst einmal, dass wir zumindest auf dem richtigen Kontinent sind. Indirekt zumindest. Diese Landmasse war schon immer ein Zentrum dieser Welt. Wobei auch gerade dies ein Grund sein könnte, warum Omegon sein Herz eher auf den Sumpfkontinent packt oder so etwas. Aber zum Stichwort indirekt. Funkenherz.
Deine Idee hat mich an etwas erinnert. Der Zeitturm. Ein Monument, welches die Zahnräder heute beinhaltet. Aber warum würde man so ein Monument kreieren, welches die eigene Welt verletzlich macht? Es würde durchaus passen, wenn irgendwo im verborgenen Land unser Ziel wäre. Auf der Spitze des Zeitturms gibt es nichts, das weiß ich aus Erfahrung. Doch der gesamte Zeitturm könnte von Omegon als Ablenkung kreiert worden sein, um von der wahren Macht der Insel abzulenken. Wobei es natürlich ein großes Problem gibt. Das Erreichen des Landes. Und auch ich kann nicht mehr als vermuten. Zumal es auch noch den ein oder anderen Ort gibt, der mir auch im Kopf verbleibt. So könnte die Meerwasserhöhle, der Ort, von dem aus man ins verborgene Land reisen soll, weitere Geheimnisse bergen. Vielleicht agiert Omegon aber auch nach dem Vorgang des Unerwartens. So könnte das Rätsels Lösung vielleicht in der Strandhöhle, dem zu Zeiten der Dungeons einfachsten Dungeon des gesamten Kontinents, liegen. Oder sollte doch Schlimmeres geschehen. Es gab auf dem Sumpfkontinent als eine Grotte, welche Kristalle enthielt. Diesen Kristallen wurde zugesagt, dass sie Wünsche erfüllen könnten. Im direkten Gegensatz zur Strandhöhle könnten auch die Nullinseln, einer der lebensfeindlichsten Orte und einer der einst schwersten Dungeons, ein Versteck bergen. Ihr hört, es gibt viele Optionen. Und in meinen Augen sehe ich für uns zwei. Entweder fokussieren wir uns auf die bloßen Vermutungen, versuchen durch sie ein Ziel zu finden, oder wir versuchen Pokémon zu finden. Es besteht ein klares Risiko zu Misstrauen und Kampf in diesem Falle, doch gleichermaßen besteht die Chance, unsere Suche einzuschränken oder im besten Fall zu lösen. Und es gibt eine Mitteloption. Mitteloption, sagst du? Was sollen wir uns darunter vorstellen? Nun, erneut das verborgene Land. Der Zeitturm, allerdings seine Spitze. Wir könnten das verborgene Land durchsuchen und im Falle, dass wir nicht fündig werden, besteigen wir den Zeitturm. An seiner Spitze lebt Dialga, der Herr der Zeit. Ein Pokémon, welches über unsere Ankunft wahrlich nicht erfreut wäre. Aber diese Macht gibt ihm Verantwortung. Wenn irgendjemand außer den Helden selber den Standort des Herzens kennt, dann wird es Dialga sein. Auch wenn wir um die Antwort kämpfen müssten. Ne? Drei Möglichkeiten standen also zuvor. Und eine müsste gewählt werden. Und wessen Entscheidung war dies, wenn nicht die des Anführers? Doch Flamme fehlte noch ein wichtiges Detail, um diese Wahl zu treffen. Ne? Und wie stark genau ist dieser Dialga? Du kennst unsere Kraft, Darkrai. Übertrifft er einen Sakit mit den Kräften der Sterne? Übertrifft er eine Stimme des Lebens? Ich bezweifle es. Sonst hätten Günther und Lord Ecke es damals nicht geschafft, ihn zu zweit zu bezwingen. Damals war gerade Günther, noch lange nicht so weit, wie er heute ist. Gut, dann nehmen wir Option 3. Dieses verborgene Land war ohnehin deine stärkste Vermutung. Und dieser Dialga ist uns nicht gewachsen. Es gibt uns vermutlich die höchsten Erfolgschancen und im schlimmsten Fall gehen wir ohne Information raus. Hat jemand ein Problem mit dem Plan und einen besseren Vorschlag? Ohne Alternativen werden Beschwerden nicht angehört. Es folgten keine Alternativen, aber ebenso wenig Beschwerden. Also gut, dann stand also ein erster Plan. Wobei es immer noch einen großen Haken gab. Wie wollen wir allerdings dorthin kommen? Alleine schaffe ich das, ich kann immerhin schweben. Aber der Zugang zum verborgenen Land ist mitten im Ozean und
Ich bin mal so realistisch nicht zu vermuten, dass du alle drei unserer Nichtflieger transportieren kannst, Latira. Da vermutest du richtig. Ich muss aber sagen, in dieser Lage brauchen große Probleme vielleicht einfach mal die kleinsten Antworten. Glaubst du, man kann das verborgene Land vielleicht mit einem Boot erreichen? Nun, die Legenden besagen, dass man es ohnehin nur mit einem besonderen Relikt betreten kann. Meine Erfahrungen sagen mir, dass das Relikt der Vergangenheit ist. Seitdem das nötige Fragment dort ist, kann ohnehin jeder hin. Nun, oder mit der Kraft des ersten Menschen schon vor dem Reliktfragment. Das war damals meine Option, aber das ist heutzutage kaum relevant. Wenn man den Pfad also kennt, sollte ein Boot eigentlich durchaus genügen, da hast du recht. Gut, folgender Plan. Wir reisen nach Schatzstadt, denn dort ist die Küste. Sollte es möglich sein, meiden wir die Stadtbewohner. Ich bin mir gerade nicht über den Palmenbestand des Schatzstädter Strandes im Klaren. Sollte es dort genug geben, können wir das Boot dort bauen. Wenn wir auf dem Weg nach Schatzstadt Ranken oder Moos finden, nehmen wir diese auch mit. Bestimmt werden sie beim Bau hilfreich. Sollten die Palmen am Strand nicht genügen, fällt uns ein Teil des nächstgelegenen Waldes zum Opfer. Aber eigentlich sollte es für unsere Zwecke auch so reichen. Mehr als eine Nussschale, in die ihr drei euch reinquetschen könnt, ist nicht nötig. Ein Segel ist nicht unmöglich, aber keine Priorität. Ich und Latira müssten mit unseren Kräften ja wohl beide in der Lage sein, ein kleines Boot übers Wasser zu schieben. Weg von Silberdorf sollte der Weg also führen. Was definitiv etwas Gutes wäre, sollte das Team von Günther sich dort befinden. Wobei die realistischere Annahme war, wenn Omegons Herz im verborgenen Land war, dann wäre es jenes Team auch. Und was, wenn wir auf dem Weg Pokémon begegnen? Was wir dann tun, hängt vom Pokémon ab. Ein Pokémon aus Günthers Team oder gar das ganze Team? Wir können gerne versuchen, mit ihnen zu reden. Aber mehr als uns selber etwas einreden, tun wir damit wohl kaum. Wenn es jemand ganz Fremdes ist, ignorieren wir das Mon, solange es uns ignoriert. Wenn wir angegriffen werden, wehren wir uns natürlich. Und wen sollten wir sonst treffen? Nun, ein Mon gäbe es natürlich noch. Auch wenn ich nicht hoffe, dass wir ihn treffen. Funkenherz wusste genau, an wen Sol dachte. Sakit. Wenn wir ihn treffen, dann wird er brennen. Die Aussage war deutlich. Und dementsprechend traute sich kein Pokémon etwas zu erwidern. Aber man sollte denken, dass er schlau genug ist, sich nicht mit uns anzulegen. Er durfte bereits einmal spüren, dass er uns nicht gewachsen ist. Er gewinnt nichts davon, uns herauszufordern. Damit wirst du recht haben. Aber vergiss nicht, dass wir von einem Pokémon reden, welches von Omegon befehligt wird. Was Sakit will oder nicht, ist irrelevant. Zudem, die Kraft eines Weltengeistes ist in seinem eigenen Reich. Stärker als in der Fremde. Die Karten werden hier neu gemischt. Ein Krieger, der Kraft von Omegon selber bekommt, wird in dieser Welt nicht gleich stark sein wie im Sturm. Der Ausdruck des Vulnona blieb kalt. Die Zeiten, in denen ich mich um Stärke gesorgt habe, sind vorbei. Es hat mir nie geholfen, mich nie weitergebracht. Denn wenn man seine Kraft vergleicht, wird man herausfinden, dass es immer jemand Höheren gibt. Worauf ich zähle, ist mein Recht, die Gerechtigkeit. Und nur weil wir jetzt im Heim seines ach so tollen Lord Omegon sind, werden seine Taten nicht rechtens. Also, höre ich dann richtig? Wir haben einen Plan. Und wir werden diesem folgen. Stellt sich uns jemand dabei in den Weg, dann schaffen wir uns einen Weg. Werden wir fündig, beenden wir den Krieg. Bleibt die Suche fruchtlos, wird Dialga uns mehr verraten. Ob er will oder nicht.
Wenn es noch irgendetwas gibt, was ihr tun wollt, tut es, bevor wir Schatzstadt erreichen. Denn sobald wir im verborgenen Land sind, wer weiß, ob wir je wieder zurückkehren. Wer weiß, ob wir nicht scheitern. Oder ob wir im Sieg sterben. Noch ist es nicht zu spät, euch umzuentscheiden. Noch habt ihr die Chance, euch für ein sicheres Leben zu entscheiden. Doch eines unter Omegon. Und ich denke nicht, dass ich alleine bin, wenn ich sage, lieber sterbe ich, als unter diesem Tyrannen zu leben. Lieber können die anderen Weltenbäume leben, als das Reich eines Tyrannen. Wollen wir sofort aufbrechen? Ich kann euch führen. Ich habe in meiner Kindheit recht nahe Schatzstadt gelebt. Ich kenne den Pfad. Kennst du aber auch einen versteckteren Pfad? Der schnellste Weg nach Schatzstadt führt über offenste Felder. Kein Ort, an dem wir uns länger aufhalten sollten. Ich kann uns auch durch die Wälder führen. Das dauert natürlich länger, aber es ist die Zeit wohl wert, nicht? Es ist die Zeit wert. Gerade wenn wir sie einsparen, in der Zeit, die wir hier noch verhandeln könnten. Wenn ihr also alle bereit seid, brechen wir auf. Machen wir uns auf dem Weg bereit. Denn das Finale steht bevor. Und wir sind die Helden.